So, hallo und willkommen zu einem weiteren Stream. Lange Rede, kurzer Sinn. Legen wir mal los, ja. Und mach spielen weiter. Genau, wir waren gestern hier irgendwo. Genau, hier haben wir ja mit denen gequatscht. Da war gestern nur Gequatsche, also ja, RPG-Elemente. Ich mache mal wieder kurz klein. So, also gestern hatten wir halt nur RPG-Elemente. Oh, Augenblick. Ich sehe gerade, ihr habt keine Playlist. Kurz Playlist anmachen. Nicht, dass es wichtig wäre, aber ist immerhin so. Sieht cool aus. Was nehmen wir denn? Oldies Goldies? Nehmen wir Oldies Goldies, oder? Jawohl, nehmen wir Oldies Goldies. So. Und fängt auch richtig geil an mit Black Sabbath. Paranoid. Absolut geiler Track. Zieht's euch rein. Und so, einen Augenblick. Ich habe hier noch ein Message. Einen Augenblick. So. Hier geht zurück zum Raumschiff. Oberweg. Ja, aber wohin muss man denn eigentlich? Also zum Oberweg? Der Oberweg. Gibt's auch einen Unterweg und einen Seitenweg? Können wir bestimmt einen richtig coolen Rock-Song draus machen. Oberweg. So. My friends. Warum der Oberweg? Gehen wir mal hoch. Patience. Oh, my nerves afraid. Ja. Wir müssen zu diesem Tempel. Und die Frage ist, wie kommen wir zum Tempel? Östliche Ufer. Wie arg hier. Zum untere Ebene. Ach ja, seht ihr, es gibt eine untere Ebene. Kommandozentrale. In der östlichen Ufer. Mal gucken, was es hier gibt. Oberweg. Oberweg, Oberweg. Zum Lagerhaus wollen wir nicht. Nach unten wollen wir auch nicht. Zum Raumhafen wollen wir auch nicht. Hä? Aber wo? Wo zum Heck? Oder muss ich tatsächlich zurück zum Raumschiff? They will see. Oh, yes. Weil ich muss jetzt zu diesem Kloster. Jetzt ist dieser Luftabwehrgeschütz ja zerstört. Und ich kann fliegen. Das heißt, ich könnte theoretisch mit meinem Shuttle dahin fliegen. Aber nur in der Theorie. One step at a time, amidst the madness. Ja, aber Kommandozentrale. Kommandozentrale am Oberweg. Bam, bam, bam.
So. Ich glaube, ich muss hier zum Raumschiff, weil anderen Weg habe ich nicht. Und hier durch die Gegend herumgurken wollen wir ja auch nicht. Ja, tatsächlich. Ja, mal gucken. Ricard Minores. Oberweg. Nein. So. We are here. Was ist das? Ah, seht ihr, so geht das. Wir sind jetzt der Bunker, Raumhafen, elektrodynamisches Zenebium. Genau. Also ihr müsst dann halt quasi nach dem Gespräch wieder zurück zum Raumschiff, um vom Raumschiff aus hier diese Karte öffnen zu können. Also auf dem Planeten andere Orte bereisen zu können und dann hierhin reisen. Natürlich muss hier dafür dieses Luftabwehrgeschütz vorher kaputt sein, also zerstört worden sein. Aber das sieht ja richtig cool aus. Wen nehmen wir denn alles mit? Also ich glaube, nehmen wir alle mit. Es wird ja auch immer härter, ne? Sechs Leute mitnehmen. Ich weiß nicht, was denkt ihr denn eigentlich? Immer alle mitnehmen? Schwere Frage. Nehmen wir es mal alle mit. Elektrodynamisches Zenobium. Oder Zenobium. Wird ist das eh stumm? We are here. We are ready for fight. In the name of God, Emperor of Mankind. That wasn't so difficult. Okay, let's go. Sieht richtig cool aus eigentlich. In this tapestry of a world, I am the rogue. Oh, das sieht auch cool aus. Hey, Boss Thumbnails. Also, das ist doch ein geiler Thumbnail, oder? Maus, geh weg. Warte, ich brauche hier keine Maus. Also muss ich das wieder ausradieren. Schade, dass es hier nicht so einen Fotomodus gibt. So. Curiosity sinks in my. Das sieht aber auch richtig fett aus. Hier geht man nach da hinten. Adeptus Mechanicus. So. Da haben wir Türöffner. Da musst du ein Türöffnergebet sprechen. In my wake. Om, lieber Türöffner dich, om. Oder Lichtschaltergebet. Gibt alles. Also das gibt's alles hier in Warhammer. Ich sollte aufpassen, was ich sage, sonst heißt das, ich bin ein Ketzer. Und da werde ich hingerichtet. So. What lies beyond? Da
Das sieht so geil aus. Ihr seht, ihr habt hier mechanische Teile und ihr habt die Gebete. Also so, ne, diese religiösen Gebete und Siegeln und so weiter. Das ist so, so eine Art Symbiose aus Maschine und Religion. Es ist krank, es ist absolut, aber auch geil. Es ist aber auch richtig geil. Deshalb meine ich das mit dem Gebet, ne? They will see. Oh yes, they all will see. Yes, they all will see. Ich bin der Dor. I'm not satisfied with that answer. I will repeat my question again. The last electro priest you killed, where did you find? Burn in the fire of dawn, servant of the cup. And another one meets the limit of his utility. The last of them. Hendrix, ein großer Mann mustert dich mit einem schnellen Blick. Eine übernatürliche Kälte lässt die Luft um ihn herum leise knistern. Der teure Sauerstoff. Seine Jacke ist mit Goldfäden. Also der teure Sauerstoff, das ist Stoff. Was lese ich denn da? Oh ja, ist ja gut, Leute. So, der teure Stoff, seine Jacke ist mit Goldfäden bestickt und weist mehrere rotbraune Flecken auf. In seinem Gürtel hängen ein Ziehschwert und ein Fuchs. Und auf seiner Brust prangt das Emblem der Heiligen Inquisition. Da, 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 da. Ja, diese Inquisitoren, die verstehen keinen Spaß. Wirklich. Da kann ich auch euch da empfehlen, tatsächlich Inquisitor Murtire. Absolut geiler Game. Habe ich auch hier lange gezockt und gestreamt. Wirklich geil, macht richtig, richtig Spaß. Das ist halt quasi so was ähnliches wie Diablo, nur besser in der Warhammer-Welt. Also nur viel geiler. Absolut geil. Truxis, ist das nicht der Mann, den wir für den Großinquisitor finden sollen? Interrogator, wann... Kelloggs, nehme ich an. Kalloggs, nicht Kelloggs, so sorry. Der Imperator schützt uns. Geht auf die Knie und bereut eure Ketzerei vor einer Freihändlerin, dreckiger Hexer. Vielleicht verschone ich euch denn dann. Die Alte hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Gegenüber einem Inquisitor so etwas zu sagen. Oh mein fucking Gott. Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, ey. A rogue trader. With all due respect, your ladyship, my right to sorcerous powers was bestowed upon me by a greater power than yours. Allow me to introduce myself. Interrogator Heinrich van Kalloggs of the Imperial Inquisition's esteemed Ordo Xenos, member of the High Lord Inquisitor Circle, and, by his lordship's grace, sanctioned Psyche in the service of the Imperium. If this suffices as introduction, permit me respectfully to inquire what manner of circumstances has brought a rogue trader to this monastery, currently overrun by heretics. So, der Mann lächelt, angesäuert, aber nur mit den Mundwinkeln. Eine Freihändlerin. Bei allem Respekt, eure Ladyschaft, mein Anrecht auf magische Kräfte erhielt ich von einer höheren Macht als der euren. Gestattet mir, mich vorzustellen. Interrogator Hendrix von Kalloggs von der ehrwürdigen Ordo Xenos
der imperialen Inquisition, Mitglied des inneren Zirkels des Großinquisitors und dank der Gunst seiner Lordschaft sanktionierter Psionika im Dienst des Imperiums. Falls euch das als Vorstellung genügt, gestattet mir die respektvolle Frage, welche Umstände eine Freihändlerin in dieser aktuell von Ketzern überrannte Kloster geführt hat. So, ich bin hier, um euch abzuholen. Ich habe Befehle des Großinquisitors, euch jede Unterstützung anzubieten und euch an Bord meines Schiffes unversehrt nach Footfall zu bringen. Auf die Leiche zeigen, was habt ihr mit ihm getan oder gemacht? Ja gut, das hat sich ja erübrigt. Scheißegal, was er mit ihm gemacht hat, ne? Er darf es. Er darf es tatsächlich, ja. Der hat ihn aber nur gegrillt. Then the timing of our meeting is fortuitous. I am requisitioning you and your retinue for my task. Hendrik denkt schweigend über deine Worte nach. Dann brummt er zufrieden und sagt, dann ist der Zeitpunkt unseres Treffens zufälliger Natur. Ich werde euch und eure Gefolge für meine Aufgabe requirieren. Requisitioning? Young man, your choice of words is unseemly to the point of insult. You are addressing a rogue trader. So, Ablad, requirieren? Ablad ist für einen Moment sprachlos. Junger Mann, eure Wortwahl ist unangemessen und grenzt an Beleidigung. Ihr spricht mit einer Freihändlerin. Fuck off, Mann, der ist ein Inquisitor. I don't imagine you'll be any happier if I say taking into inquisitorial custody. Hendrix musterte Ablad missmutig. Ihr werdet sicher auch nicht zufriedener, wenn ich von Sicherheitsverwahrung durch die Inquisition spreche. Ich sage ja, diese Typen verstehen eigentlich gar keinen Spaß. Und sind knallhart. Deshalb spielt echt Inquisitor Murtire absolut geil. His faithful servant in the fight against corruption is the solemn duty of all whose actions affect millions of the Imperium subjects. Let your example guide those who will carry the Emperor's light across a thousand stars. Kasia, seine gläubigen Diener im Kampf gegen die Verderbnis zu unterstützen, ist die heilige Pflicht aller, deren Handeln Millionen von Untertanen des Imperiums betrifft. Lasst euer Beispiel jene leuchten, die das Licht des Imperators durch tausende Sterne tragen. Oh ja, für meinen Imperator! Für den Gott-Imperator der Menschheit! You are familiar with the works of Inquisitor Alistar the Redeemer. Not every acolyte can say the same, let alone people less initiated. Please forgive my lapse in manners, Lady Navigator Orselio. It is a great honor. Heinrichs, ihr seid vertraut mit den Werken von Inquisitor Alistar, dem Erlöser. Alistar. Nicht alle Akolyten können das behaupten, ganz zu schweigen von Personen mit weniger Einblick. Heinrichs hebt eine Augenbraue und untersucht das Wappen auf Kasias Kleidung. Bitte verzeiht meine schlechten Manieren, Lady Navigator Orselio. Es ist mir eine große Ehre. Oh, die Orselio scheint wirklich eine große Nummer zu sein. I came to Rykad Minoris on a mission, which a rebellion prevented me from fulfilling. The governor is convinced that malcontents from among the rabble were the instigators, but I immediately suspected a more sinister presence at the root of the mutiny.
My visit to the monastery and a few unhurried conversations with some of the rebels confirmed my suspicions. Heinrix, ich verfolge eine Mission auf Ricas Minoris, an deren Abschluss mich eine Rebellion gehindert hat. Der Gouverneur ist überzeugt, dass Querulanten aus dem Pöbel die Anstifter waren, aber ich habe umgehend eine üblere Präsenz an der Wurzel der Meuterei vermutet. Mein Besuch im Kloster sowie entspannte Gespräche mit einigen Rebellen. Heinrix wirft einen Blick auf die Leichen, die zu seinen Füßen liegen. Haben meinen Verdacht bestätigt. Deshalb habe ich noch vorhin nicht gefragt. Ich wusste, es war einfach eine einvernehmliche Konversation, was sie miteinander hatten. Someone by the name of Aurora is leading the rebellion. Data indicates that the head of the cultists is here right now, in the sanctum of the ancient reactor. Given the prophecy of the final dawn and the special efforts made by the enemies of humanity to seize the monastery, their goal is to gain access to the holy power source's control circuit and trigger a process that, once started, cannot be stopped. In other words, to detonate the reactor, thus being themselves the cause of their much-touted final dawn. So, Heinrix, jemand namens Aurora führt die Rebellion an. Den Daten zufolge ist der Kopf der Kultisten derzeit hier. Im Sanktum des alten Reaktors. Berücksichtigt man die Prophezeiung der letzten Dämmerung und die außerordentlich Anstrengungen der Feinde der Menschheit, das Kloster einzunehmen, muss ihr Ziel lauten, Zugriff auf den Steuerstromkreis der heiligen Energiequelle zu erhalten und einen Prozess auszulösen, der dann nicht mehr gestoppt werden kann. Mit anderen Worten, den Reaktor zu sprengen, wodurch sie selbst zur Ursache ihrer vielgerühmten letzten Dämmerung werden. Ah, ergibt alles Sinn. Aluhutträger, bis sich jetzt alle in die Luft sprengen. Blasphemous Insanity. Pascal, blasphemischer Wahnsinn. Der Visor des Techpriesters blitzt auf und wird blutrot. Unter seiner Robe ertönt das sanfte Summen einiger sich aktivierenden Systeme. Naja, wenn sich unter meiner Robe was summt, ist es kein Computersystem. Wie das geschrieben ist, ist geil. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt beim Lesen, ohne Scheiß. Und dabei habe ich mein ganzes Leben 3 Bücher gelesen, ja. Ne, 2. Das eine war eine Anleitung von Ikea. Wie komme ich auf so viel Scheiße eigentlich? So, konzentrieren. Als Heinrix von Kalox. Eigentlich sagt es halt selber auch gesagt, ne? Kalox. Also, als Heinrix von Kalox spricht, bemerkst du plötzlich, wie er dich ansieht. Die Augen leicht verrenkt. Als blicke er in deine Seele. Eine Seele, die von der Gabe der Zauberei berührt wurde. Die Veränderung deiner Miene entgeht dem Interrogator nicht. Und sein Mundwinkel zuckt. Er muss sofort erkannt haben, dass du auch Psioniker bist. Oh, oh. Was genau habt ihr im Kloster gemacht? Auf die Leichen zeigen, das haben wir schon vorhin. Die Probleme dieses jämmerlichen Planeten gehen mich nichts an. Ich bringe euch zum Schiff jetzt. Ich kann euch mit Aurora helfen. Schließen wir uns zusammen. Perhaps I haven't made myself sufficiently clear.
In the Lord Inquisitor's absence, it is I who embody the will of the Holy Ordos. The Inquisition is fully intent on thwarting the vile prophecy that threatens doom for an entire planet. And I am not leaving the Rykat system until any such threat is removed. Heinrichs, vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Heinrichs beugte sich ein Stück nach vorne und blickte direkt in die Augen. Ich finde das so geil, dass sich hier halt diese Elemente, ne, die Reaktionen, die Bewegungen, dass sie das alles beschreiben. Das finde ich so geil. Zum Beispiel, du hast ja bei Baldur's Gate absolut wahnsinnig geile Game. Wer es noch nicht gespielt hat, spielt das. Das ist wirklich zu empfehlen. Es ist ein Meisterwerk. Baldur's Gate 3 ist ein Meisterwerk. Aber Baldur's Gate 3 ist komplett zwar vertont, aber das hier, diese Mimiken, diese kleinen, ne, sein Auge zuckt, er hebt eine Augenbraue hoch und so weiter, das hast du da nicht. Das hast du aber hier. Okay, hier ist auch textlastiger, ne, und ist alles nicht vertont, aber trotzdem, ich find's geil. Ich find's geil. In Abwesenheit des Großinquisitors verkörpere ich den Willen der Heiligen Ordos. Die Inquisition will die abseitige Prophezeiung nicht machen. Was? Die Inquisition will die abseitige Prophezeiung nicht machen, die einen ganzen Planeten mit dem Untergang bedroht. Und ich verlasse das Recard-System erst, wenn diese Bedrohung entfernt ist. So. Thank you. So, ich muss ja nachgeben. The governor's people showed themselves to be unprepared for the perils of this place. And extracting blade shards from a person's stomach is beyond my powers. I hope that a rogue trader's retinue will prove more capable than a group of soldiers fresh off the base. So, Heinrichs, danke. Bedauerlicherweise haben sich die Leute des Gouverneurs als unvorbereitet für die Gefahren dieses Ortes erwiesen. Der Integrator wirft einen Blick auf den reglosen Körper in den Farben der Gouverneurswächter und seufzt kurz. Und das meine ich damit. Ne? Das ist geil, diese Detaillierung. Ne? Du siehst ja hier und dann kannst du selber dieses Bild malen. Und Klingensplitter aus dem Bauch einer Person zu entfernen, übersteigt meine Kräfte. Hoffentlich erweist sich die Gefolgschaft einer Freihänderin als fähiger als ein Trupp Soldaten frisch aus der Basis. I am positive that not all of the electro priests within these walls have perished. The heretics spoke of shadows emerging from side alleys to make short work of the cultists invading their abode. I surmise that the entrance to their hiding place is somewhere in the hall near a machine known as the Circular Cogitator. I imagine it's one of the local sacred relics which the electro priests treat with special piety. Heinrichs, ich bin sicher, dass nicht alle Elektropriester in diesen Mauern gestorben sind. Die Ketzer sprechen von Schatten aus Gassen, die kurzen Prozess mit den Kultisten machen, die in ihre Zuhause eingedrungen sind. Ich nehme an, der Eingang zu ihrem Versteck befindet sich irgendwo in der Halle bei einer Maschine. Die Circular Cogitator. Also Circular Cogitator, Circular Computer genannt wird. Vermutlich handelt es sich um eines jener lokalen heiligen Relikte, die Elektropriester mit besonderer Förmigkeit behandeln. So, genau, seht ihr, ich kann nur 6 maximal mitnehmen. Einer muss weg. Deshalb, sie kann weg, weil er ist auch wiederum Psi. Ja, der hat auch Psi-Kräfte. Deshalb kann sie weg. Das ist gut. Jetzt wissen wir halt zumindest, dass wir halt maximal nur 6 Leute mitnehmen können. Und der Kollege hat Level-Ups ohne Ende.
Ja, seht ihr. So. Was hatte, was, wie ist er eigentlich überhaupt ausgestattet? Na, hier, das ist das Logo der Inquisition, so ein halt so ein I. So. Schauen wir mal. Was hat er denn hier? 25. Ah, 35er. Aber schade, dass man das bei ihm nicht sehen kann. Okay. Ah doch, verändert sich. Sehr gut. Very, very gut. Oh, oh. Hier, das ist ein Psi-Schwert. Das ist richtig geil. Die können dieses Schwert mit ihren Psi-Fähigkeiten aufladen. Und damit halt wird es so eine Art Blitzschwert. Richtig geil. Gehen wir mal zu den Waffen. Was geben wir dem Kollegen? 15er. Gehen, ja, nehmen wir den. Richte den, das ist sehr gut. Dann hat er sein Psi-Schwert, Psi-Stab. Ja. Kann ich nicht ersetzen? Okay. Schauen wir mal. Ja, das ist doch so. Immer wenn der Krieger angegriffen wird, erhält er bis zum Ende des Kampfes +1 Stapelzentrum, Epizentrum des Gemetzels. Zu Beginn eines Zuges erhält der Krieger +1 temporäre Wunde pro Stapel. Dieses temporäre Wunde können den 3 des Kriegers nicht überschreiten. Okay. Wüstung. Na, ihr könnt auch hier sortieren, weil es ist wirklich eine ganze Menge. Seht ihr? Na, dann könnt ihr hier direkt empfohlene Eigenschaften für ihn. Da könnt ihr euch halt, das ist halt ziemlich cool gemacht. Da könnt ihr ihn direkt so skillen, dass er halt was bringt. Oder ihr könnt ihn nach eigenen Lust und Laune skillen. Es ist genauso wie bei Baldur's Gate 3. Haben jetzt viele Leute, wenn ihr das mal auf YouTube und so guckt oder mal googelt, da haben viele Leute Son Goku gebaut. Ja? Richtig cool. Also ein Nahkämpfer mit halb Kamehameha und so weiter quasi. Richtig cool. Also vom Skilltree her hat es wohl das hergegeben und die Leute haben das gebaut. Und hier könnt ihr genau solche Sachen machen. So, mach mich wieder kleiner. Nehmen wir mal Verachtung. Das hört sich sehr gut an. So, Waffenfertigkeit, Zähigkeit, Stärke, Beweglichkeit, Willenskraft, nehmen wir. Ertragen, Todfeind, rücksichtloser Hieb, nehmen wir Todfeind. Zeichen, Athletik, Zwang, Medice, Xenos, Warp, nehmen wir den Warp. Waffenfähigkeit sicher stärker. Mit dem Beweglichkeit für ihn. Bolter, Experte, Kette, Kampfmeister. Flinke Bewegung. Melterwaffe, flink. Mal gucken, Energiewaffen, Experte. Die Frage ist, ob sein Stab... Ich frage, er hat 5 Waffen fertig gerade. Nee. Wahrnehmung, Willenskraft. Gefolgschaft. Hm.
Ihr seht, wie viel Auswahl ihr habt. Das ist Wahnsinn. Das ist, ihr habt so viele Möglichkeiten hier. Ne, Tischeinsatz haben wir schon ein paar Mal. Hier. Am Rande der Dämmerung. Das ist auch cool. Was ist das? Heldenstimer. Geweihte Schlechter. Nehmen wir den. Ihr seht, es ist krank. Es ist krank, wie viele Möglichkeiten ihr habt. Und na hier, die Psi-Werte. Nehmen wir das und erhöhen das. Mal gucken, ob ich diese Werte richtig hochbekomme. Heilige Ritter beschriebene Seele. Lichtklinge. Hier, das ist es, glaube ich. Psionische Trommelfeuer. Lichtklinge. Blutroter Sog. Leichenkonvertierung. Ach was, krass. Nutzt das Leben seltsame Vitalität. Verfall. Lichtklinge hört sich gut an. So. Nehmen wir Zeichen. Wutanfall, Gemetzel. Nehmen wir den. Oh, Alter, der hat jetzt gerade richtig so. Ich glaube, der Typ ist ein richtiger Badass. So. Logik. Operation. Successful. Jawohl. Geheimgang gefunden. Oh, gleich nur ein Stab. Aber seins ist voll besser. Checken wir mal gleich mal ab. Und so, wir haben nur einen Stab gefunden. Heinrichs, genau, kann ausgerüstet werden. Ja, der von Heinrichs ist tatsächlich besser. Okay. Patience! My nerves are frayed! Another annoyance! Your Emperor won't save you! So. Ah, ich kann hier niemanden platzieren. Okay. Muss nur so beginnen. Just a minor setback. Ihr seht ja die gesamte Liste nicht, da ist meine Kamera drauf. Ich könnte ja hier ein bisschen weiter wegziehen, einen Augenblick.
Obwohl, ich lasse das, bevor ich hier so irgendwie Scheiße baue und der Stream dann ausfällt. machen wir mal weiter. Aber ich speichere mal lieber vorher. Das zeigt ja hier nur an der Seite an, der als nächstes ist. So. Sie ist dran. Wann ich das auch hoffte. Will do. Ablag. Follow my lead. Oh, fuck! Ist der down? Ja, komm der ihr Lappen. Guided by faith. Die haben Waffen. Explorers know one route. Forward. Stop mocking me. Oh ja. Was? Wieso hat das aufgehört? Lä? Fuck. Vielen lieben Dank für den Follow. Hi. Vielen lieben Dank für den Raider. Auch noch. Dankeschön, Leute. Heyo. Willkommen alle. Vielen lieben Dank. So, gucken wir mal hier. Boah, das ist ja mal... So, jetzt machen wir ein kleines Spielchen mit euch, Jungs. Da jetzt ja so viele in dem Chat sind. Ja, schauen wir mal. So, ihr habt mich jetzt mit dem Raid überrascht. Jetzt überrasche ich mal euch. Einen Augenblick. Einen Augenblick, ich muss das nur mal kurz finden. So. Ich hoffe, ihr seid alle schnell an der Tastatur. Ich spam mal jetzt mal gleich mal 5 Gamekeys für euch raus. Wer als erstes deaktiviert, hat gewonnen. Es sind alle Steam-Keys. Seid ihr bereit? Na, die ersten zwei sind raus. Mal gucken, wer hat gewonnen. So. Viel Spaß damit. So, schauen wir mal, was sie mit denen hier machen. Genau, sie... Fuck, wieso hat sich das Teil deaktiviert, frage ich mich. Tatsächlich. So. Oh Mann, Adeptus Zeoritas. Meine Queen. Nee, du triffst jetzt nicht. Ich schwör's dir. Dann gibt's Ärger. Wenn du jetzt nicht triffst, nee. Komm, leg sie alle um. I'll do it. Na, wieso tust du mir das an?
Wieso? Ich glaube das einfach nicht, ne? Ich glaube das einfach nicht. Ich steht davor und krieg's nicht hin. So, aber jetzt bin ich mal gespannt, was der Priester kann. Das wird richtig geil. So. Und das ist auch ziemlich cool eigentlich. Let's see to it. Ah, Lebensentzug. Sehr nice. Everyone, step aside. Yeah, nice. Viel Spaß damit. Ich mache das halt immer wieder. Ne? Ich kaufe mir halt immer, wenn ich mir ein neues Game kaufe, kaufe ich mir ein paar Random Keys von MMOGA und spam die halt in den Chat rein. Ihr seid genau zur richtigen Zeit gekommen. So. I won't object to it. Ich habe mir jetzt mit dem Schild hier hingestellt. Falls er sich bewegen sollte, kriegt er eine Glatz. So. Der Kollege, den mag ich absolut nicht. Der muss bald weg hier aus meinem Team. Aber dass er wieder auferstanden ist, ist schon ziemlich cool. It will be done. At your back and call. Ich glaube, die werden ihn abknallen. Weil da hinten sind ein paar Leute. So. Ja, wie ich schon gedacht habe. Ich habe die halt schon vorhin gesehen. Ja, da sind auch richtig coole Keys dabei. Viel Spaß mit Banner Saga 2. Also Banner Sage, besser gesagt. Gönn dir was. So. Gucken wir mal. Jetzt haben wir den. As the tactical imperative dictates. Die Frage ist. Ich finde, was ich hier super geil finde, ist, dass man hier diesen Teamschaden hat. Ich finde das richtig geil. Da musst du echt aufpassen und taktisch halt richtig überlegen, was du tust und so. Ne? Es ist heftig. Weil wenn ich den hier jetzt raus... vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Wenn ich den hier jetzt raus haue, verletze ich ihn mit. Mal gucken, der Single. Ah, hat nicht so gewirkt, wie es sollte. So, gehackt. Ja, da sind drei Leute, oder? Ja, drei Leute. Zwei Fernkämpfer, ein Nahkämpfer. Sie solltet ihr immer dabei haben, weil sie ist absolut gefährlich. Sie ist ein Killer. Das Problem ist, sie darf nicht. Ja, das ist es ja. Man muss halt, also bei Spielen, wo du halt keinen Team-Damage hast oder so, ja, dann ist es doch eigentlich scheißegal. Da machst du halt die ganzen Crowd-Control-Angriffe und AOEs und so weiter in deinen eigenen Männern rein, ja. Und dann macht das gar keinen Spaß und dann gewinnst du das Ganze. Hier kannst du das nicht machen. Du kannst halt nicht den ganzen Bereich in Flammen setzen. Zum Beispiel, ich zeige dir das jetzt mal. Sie hier ist absolut der Killer. Sie hat diese Fähigkeit, das ist so ein Blitz. Das Problem ist, wenn ich jetzt diesen Blitz rausschieße, töte ich wahrscheinlich einen oder zwei von denen und einen von meinen eigenen Leuten, weil ich zu nah an meinen eigenen Leuten dran bin. Ich zeige euch das mal nur zum Vorführ, als Vorführ. Vielleicht guckt euch das mal an. Was? Kranke Scheiße, oder? Da hat er einen Glatz gekriegt. Na, aber halt nicht so viel, aber schon heftig. Und ich hatte eine Runde, hatte ich gehabt, da stand sie hier vorne und alle anderen im Team standen so um sie drum herum, ne? Da habe ich diese Aktion eingesetzt und zack, alle hinter mir sind umgefallen. So. Den... Sie hat auch Psi-Fähigkeiten, meine...
mein Avatar, also mein Charakter, hat auch Psi-Fähigkeiten. Sie hat auch dasselbe, aber das. Aber sie hat auch hier noch diesen Schrei. Let's see. So, der ist down. So, jetzt sind die hier problematisch. So wie es ausschaut, wechselt das hier. Das bedeutet, es sind, warte mal, drei. Oh, scheiße. Den muss ich anlocken, dass es hier durch diese Dinger hier gekillt wird. Wenn er schon jetzt hier gelandet ist, wird es in der nächsten Runde der hier wieder angehen. Das heißt, es wäre ganz schön blöd, jetzt loszulaufen. Ich will mal gucken, wie lange es dauert, wie viele Runden, bis sich das Teil wieder aktiviert. So, der kommt nach vorne. Und ist wieder aktiv, seht ihr das? Und wenn ihr da reinläuft, stirbt ihr. Das ist halt richtig heftig. So. Ich lasse sie kommen. Gleich geht er hier an. Und wenn er hier steht, wird er mitgetötet. Hoffentlich. So, schauen wir mal. Jawohl. Down. Aber der Penner steht immer noch hier hinten. Warum bewegt er sich nicht? Der steht hier hinten immer noch. Na, ihr seht, ich lasse die Runden weitergehen. Aber ich glaube, der hat einen Bug. Der bewegt sich nicht, der Penner. Aber ich versuche, die mal anzulocken. Genau, Pandora ist ja Scharfschütze, eine Scharfschützin. So. Aber ich kann es auch mit ihr hier versuchen. There is movement in the Empyrean. So. Anything else? So, mal gucken, ob ich ihn anlocken kann. Jawohl, er läuft rein. Der kriegt jetzt übelst geilen Schaden. Ich kann da nicht hoch, weil... Ja, sie war low HP, das macht nichts. Oh, sorry. Sorry. Habe ich vergessen. Aber danke für den Hinweis. Da, ich war so vertieft in den Kampf, dass ich vergessen habe, klein zu machen. So. Gleich dürfte es wieder hierher kommen. Ich bleibe hier und hoffe, dass er sich bewegt, der Penner. God Emperor, move through me. Feed the fire in my heart. Ah, sie hat sich schon wieder nicht getroffen. Dieser Penner hier, der geht mir langsam auf die Nerven. Den muss ich ausschalten irgendwie. Aber den sieht sie nicht, ne? Ne, sie sieht ihn nicht. So. Komm mal runter. Weil der Typ richtig will, dieser Scharfschütze da hinten. So. Jawohl, aber der kriegt... Was? Wieso ist das schon wieder einer? Ist das ein Scherz? Ah, den seht ihr, ich treff den Bastard nicht. Fuck. Ja. Aber es ist echt spannend. Also das Game, ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich spannend. Es ist wirklich cool. Also, wenn ihr auf RPG steht und so, wenn ihr Baldur's Gate 3 gespielt habt und euch das gefallen hat, hier, das hier wird euch auch gefallen. Hier ist zwar ein bisschen textlastiger und nicht alles vertont,
Aber es ist wirklich geil, es ist wirklich gut. Aber ich frage mich, warum dieser Bastard nicht stirbt. The enemies of the Emperor will be undone. Faith without peace is worthless. The Emperor is on our side. For the throne's glory. Jawohl, auch getroffen. Ja, ich werde jetzt versuchen, nach vorne zu gehen. So. Ja. Through the smoke and candlefire. Oh, a genius work. Ey, das ist heftig. Ist ja auch die Lebensanzeige von dem Bastard, nicht? Guided by faith. So. Doubt is for the weak. I refuse. I'll do it. As the Emperor commands. Komm schon. I'll put my psychic abilities to use. So, mal gucken, ob er was ausrichten kann. Naturally. Only terror smite your enemies. Let's see to it. But of course, Lord Captain. Ah. Focus, Van Kellox. Focus. Activate calculated fury algorithm. See my great works, masters! Den muss ich irgendwie ausschalten. Also der Typ geht mir langsam auf die Nerven. Shattered foes in my wake. Ja, das stimmt. Allcat hat wirklich gute Schreiblinge, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, die sind wirklich gut. Es macht Spaß. Also ich habe auch schon vorhin... Jawohl, der ist down. Ich habe auch vorhin schon gesagt, bei Baldur's Gate ist zwar alles vertont und so weiter, ne? Aber das, was ihr habt, zum Beispiel diese Mimiken und so, die beschrieben werden in diese goldene Schrift und so weiter, das ist einzigartig, das macht so viel Spaß, ne? Du liest, ah, der hebt seine Augenbraue, guckt dich grimmig an und dann kommt sein Text, das ist wirklich gut gemacht, das ist wirklich geil. Und es macht halt Spaß, das Ganze zu lesen und so. Vor allem, wenn man halt ein riesen Warhammer-Fan ist, so wie ich. Ich habe schon damals mit Tabletop angefangen, als kleiner Junge. Und jetzt spiele ich es immer noch als erwachsener Mann, immer noch den Scheiß. Okay, erwachsen bin ich nie geworden. So. Ich will diesen Bastard. Oh, komm schon, du bist eine Schande für deinen Orden. Für die Sioritas, ey. Das gibt's ja nicht. Let's see to it. Bastard, ey. Hast du so gedacht, ne? Sehr schön. Der hier. Oh, fuck. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Das ist nämlich das Problem. Bleibe ich oder gehe ich? Das ist, gehe ich, sterbe ich, glaube ich, ne? Scheiße. I need a foothold. Jawohl, überlebt. Ja, ich glaube, hätte ich mich bewegt, wäre ich gestorben. Das war halt das Problem.
So, da ist ja die Ausgeburt der Hölle. 51 Damage, wow, der war... Jawohl, der war fett. 51. So. Komm. Ehre deinen Orden. Und triff den Bastard. Ey, ich weiß nicht, wie sie Azioritas so scheiße zielen kann. Das ist mir ein Rätsel. So. Vengeance will be swift. Ah, der ist nochmal dran. Everyone step aside. So. Schauen wir mal. Obwohl. More trouble than it's worth. Ach so, ne? Get me a target. Ne, der kommt tatsächlich nicht bis hier hin. Aber da geht er auch jetzt nicht durch. So. War is my news. Jawohl, 53. So kann es weitergehen. The enemies of the Emperor will be undone. Ja, dann zeig's uns. This is unacceptable. Komm, triff ihn jetzt. Jawohl, aber nur 11 Damage, hallo? So. Kommt der ran? Ja. Oh lol, da hat er angezeigt, dass er ankommt. Rankommt. Sah aber trotzdem cool aus, die Aktion. Ich will noch kurz die Brille ab, weil ich glaube, das glänzt die ganze Zeit, ne? Aber da es halt so viel zu lesen gibt, weil sonst muss jemand so nah ran, deshalb setze ich mir immer die Brille auf. So. Pascal. Ja, der hat leider zu wenig Aktionspunkte. Wenn er einmal hinten liegt, dann braucht er ziemlich lange, wieder nach vorne zu kommen. Jawohl, der ist down. Warten. Wieso pausieren? Jawohl. Curiosity sings in my veins. So. This exploratory is blessed with multifunctionality. So. Brace yourself, Avalon. Hey, zurück. Tapestry of a world. So, erstmal looten. I'm at your service. Hey, Kollege, looten. I've suffered worse. Oh, wow. Ich sage dir, Abelot ist zu nichts zu gebrauchen. The future is never certain. I've never felt pain like this. Bewegt euch. So, das können wir untersuchen. Ah, one step at a time, amidst the madness. Jawohl. So. Ich finde auch die Animation und so richtig gut gelungen. Das ist richtig geil. So. Der ist wohl wieder die fucking Brille. Damit das richtig lesen kann. So, eine große Masse von Kultisten steht um einen Techpriester herum, der auf einem Mechanismus gekreuzigt wurde. Ein rhythmisches Flüstern, das von 100 Stimmen wiederholt wird, vermischt sich zu einem blasphemischen Zauber. Mächtige Entladungen der Antriebskraft strömen durch die Maschine. Was brutale... Also ich glaube, das ist ein Schreibfehler. Das brutale Zuckungen im Körper des Unglückseligen
Gefangenen auslöst und seine Lippen erbärmliche Schmerzensschreie entlockt. Gefolterter Techpriester. Ich glaube, im nächsten Rollenspiel nenne ich meinen Charakter gefolterter Techpriester. Ich glaube, das wird doch echt geil, oder? Stell dir mal vor, du läufst in WoW durch die Gegend und heißt gefolterter Techpriester. Wäre das nicht geil? So, zurück. Die raue Stimme des Techpriesters hallt von der Decke wieder. In den starken Klauen der Stagnation, in den Fesseln der Iteration 0, was? Unter dem eisernen Flügel, auf das der Zyklus nicht fortgesetzt wird. Ist wohl ein Zauber. Pascal, Michadrinten springen sofort in den Kampfmodus und ein zorniges Rasseln ertönt aus seinem Vox. Das finde ich auch geil. Also dieser Dings hier, dieser Wiki, was die da haben, um die ganzen Sachen, die man nicht so kennt, dass einem erklärt wird. Es ist wirklich geil. Ich registriere einen schweren Verstoß gegen das Reinheitsprotokoll. Der gesegnete Amaranth wurde von Ketzern gefangen genommen und wird gefoltert. So schlau sind wir auch mittlerweile. Seid ihr sicher, dass das Amaranth ist? In der Halle umsehen? Wie erduldet er diese Folter? Wir müssen den ehrenwerten Techpriester retten, ohne sein Leben zu riskieren. Den töten wir alle. Dann töten wir alle. Natürlich, hallo? Ich meine, Warhammer, there is only war. Dann töten wir alle. Meine Analyse der Situation deutet auf eine überwältigende zahlenmäßige Überlegenheit des Feindes hin. In einer offenen Konfrontation könnte der gesegnete Amaranth zufällig oder absichtlich durch Feuer verletzt werden. Ich habe einen alternativen Vorschlag anstelle eines frontalen Kampfes. Nein! Halt die Fresse, wir gehen vorne rein. Kopf über! Der Michadendrit deutet auf die... Also Michadendrit, das ist halt... Der hat hier wie so ein Dr. Octopus aus Spider-Man so ein Tentakel, ne? Das hat so ein Bohrmaschine oder so dran. Und das ist halt sein Tentakel, also... genau. Auf die Leiche der Ketzer, die in der Nähe liegen. Wir können die Kleidung der Blasphemisten nutzen, um uns zu verkleiden. Unerkannt können wir die Energieversorgung sabotieren, sie überlasten und die Halle von allen Ketzern säubern. So. Genau. Die Blitzentladungen haben die Leichen der Kultisten verkohlt. Rauchschwaden steigen aus ihren leeren Augenhöhlen auf. Also für die Leute, die gerade nicht von Anfang an dabei sind und gerade hier reingekommen sind, auf diesem Planeten gibt es Ketzer. So kurz, so. Auf dem Planeten gibt es so Ketzer. Das sind halt so Leute, die komplett durchgedreht sind und irgend so einen bösen Macht, eine böse Macht halt dienen. Und als Zeichen der Erleuchtung, der Weitsicht, ja, brennen sie sich die Augen aus. Muss ich mal reinziehen. Also um besser sehen zu können, brennen sie sich die Augen aus. So. Agenta. Mich schaudert bei dem bloßen Gedanken, Stoff zu berühren, der mit unheiligen Symbolen verziert ist. Geschweige denn, ihn zu tragen. Das ist der erste Schritt zum Untergang. Ein kleiner Kompromiss mit dem Bösen, der zu etwas Größerem führen wird. Gibt es wirklich keinen anderen Weg, Freihändlerin? Heinrix, die Zeichen des Erzfeindes sind nicht einfach nur gemalte Symbole, sondern Träger seines Willens.
die Worte ihrer Gebete, selbst wenn sie ohne zu glauben gesprochen werden. Ihr Wappen, selbst wenn sie nur zur Tarnung getragen werden. All das erhöht die Anwesenheit der Mächte der Zerstörung in eurer Nähe und zieht ihre korrumpierende Aufmerksamkeit auf euch. Ah, ja, das ist halt... da hast du auch recht, mit der Brille sieht man auch besser, da hast du recht. Ja, ich trage das halt ungern halt, ne, weil das halt glitzert die ganze Zeit, ne? Da habe ich halt die ganze Zeit Glitzer im Auge. Aber mit der Brille sieht man tatsächlich besser, ja. Hier habe ich dir vollkommen recht, mein Lieber. So, das finde ich hier schade, das hätte ich gerne in dem Spiel gehabt, wie bei Baldur's Gate, dass wenn halt die Leute zugucken, dass man voten lassen kann, welche Antwort man wählen soll. So, Antwort Nummer 1 wäre, wie lautet die Essenz eures Planes? Ihr würdet euch dazu herablassen, diese Lumpen zu tragen. Ist euch klar, dass dieser Plan nach Selbstmord klingt? Ich guck, Niklas, wenn es hilft, einen würdigen Mann zu retten, lege ich die Robe der Kultisten an. Heretikus lacht. Tatsächlich bin ich neugierig, wie es ist, als Ketzer durch die Welt zu gehen. Wow. Dogmatiker, ich lasse nicht zu, dass die Verderbnis euch berührt. Wir werden uns am Glauben festhalten und jeden einzelnen Verräter töten, der den goldenen Thron hintergangen hat. Heretikus, schlagt ihr etwa vor, dass wir uns die Chance entgehen lassen, sie alle mit unseren eigenen Händen zu töten? Vergisst es. Ich lasse mir diesen Spaß nicht nehmen. So, jetzt könnt ihr mal tippen. Welche Antwort? Also 1 bis 7. Ich überlasse das euch. Ja? Ich bin mal gespannt. Schreibt es mal in den Chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7. Was denkt ihr? Wollen wir alle töten? Wollen wir einen riesen fetten Kampf hier anstacheln? Oder wollen wir uns verkleiden? 6? Okay. Einmal 6? Ja, Dogmatiker ist schon fett, ne? Wählen wir die 6. So, gefolterter Techpriester. Ein weiterer verzweifelter Schrei ertönt. Dogmatiker plus 2. Ah, okay. Sehr geil. Ja, also es bietet sich ja an, ne? Das alles hier auszuprobieren. Ich habe hier noch einen Offline-Spielstand, wo ich dann halt offline spiele. Und da bin ich halt ein Krieger, der halt immer alles für den Thron tut, für den goldenen Thron, und nie an Ketzerei oder so halt denkt. Es ist geil, und vor allem wie viele Möglichkeiten du beim Dings hier hast, bei den Skill, ne, bei dem Skill Tree. Es ist Wahnsinn. Ich glaube, da kannst du 100 Jahre spielen und es ist immer noch, du hast immer noch nicht alle Kombinationen durch. So, Pascal, so sei es. Möge der Omnishar den gesegneten Aramant in der kommenden Schlacht beschützen. Tod den Blasphemisten. So. Okay. Sind wir bereit? Hier fängt's an. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Oh, es sind eine ganze Menge, ne? Wie machen wir das am besten? Also sie müsste eigentlich vorlaufen. I dare not provoke the whispers. Since
Ich muss sie jetzt mal so platzieren, dass sie mir was bringen. So. How may I serve the dynasty? I'll warn you if I hear anything. Oh, glorious spectacle of your demise! You'll make a suitable sacrifice! Sie nämlich hier hinter. Ablad geht nach da. Und mal sie hin. Das geht nach da. Da lassen, wo ist er? Obwohl, der muss eigentlich auch nah genug ran, ja. So, dann wollen wir mal. Hopfen wir mal Mats, drücken wir mal die Daumen. So, sie fängt an. Wenigstens ein. Aber guckt euch das mal an, wie viele Gegner hier sind. Das sind alles Gegner. Scheiße. Oh fuck. Die habe ich gar nicht gesehen alle. Oh fuck, was habe ich da getan? Scheiße. Ballistik und Wahrnehmung. Dürfte sie aber eigentlich haben. Machen wir gleich. Ich werde wahrscheinlich hier sterben. So. Is on our side. Let's see to it. Be gone. But of course, I'm done. Yeah, boy. Let's see to it. So. Schauen wir mal. Alles. Guckt. Was zur Hölle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf einem Fleck. I'm still standing. Oh Scheiße. Hat die doch diese scheiß Lumpen angezogen. Du hast gesagt, die Nummer 6 soll ich wählen. Das ist deine Schuld alles. Ja, mach ich auch. Mal gucken. So. Gern geschehen, genau. A wicked thought. So. Das ist nicht schlimm. So, Pascal, das ist ganz gut eigentlich, dass er hier unten ist. Aber das zieht nicht so gut. Leider.
So. So, ihr seht, ich habe mich jetzt neben dem hier platziert. Der Grund dafür ist ganz einfach. Jetzt benutze ich meinen Blitz und er kriegt einen Damage. Oder auch nicht. Manchmal passiert es, manchmal hat man Glück. Ich muss die hier nicht alle kalt machen, oder? Da. So. Der Kollege hier. Nein. Ich dachte, er wäre hier vorne. Scheiße. Das ist das Problem. Also wenn ihr Nahkampfangriffe hier ausführt, die laufen nicht zum Feind. Die stehen da, wo sie stehen, führen sie diesen Nahkampfangriff aus, leider. So. Aber es ist gut, dass es viele Nahkämpfer gibt. Boah, guckt euch das mal an! Pariert. Ja, tötet euch gegenseitig, jawohl! Tötet euch gegenseitig, ihr Lappen! So. Boah, dass ich sie auch noch getroffen habe damit. Das ist hart. As the Emperor commands, I act. So. Die stehen alle hier auf dem Haufen. Oh shit. Aber zum Glück, ne? Team Damage. Die töten sich selber. So. Ja, das hat nicht so viel gebracht, leider. So, er hat die alle in Brand gesetzt. So, schauen wir mal. Jawohl, habt ihr das gesehen? Aber ich habe jetzt ein Riesenproblem. Hier. Der Fall des Flyers. Wenn das hier hin, bis hier hinten geht, habe ich ein Spaghetti-Scheiß-Problem. Tried and tested tactics are the best ways. Victory is imminent. Der ist auch down. Bis wohin kann er laufen? Ich kann doch bis hierhin, oder? It will be done. Pariert, sehr gut.
Oh nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Jo, würde mich sehr freuen. Viel Spaß beim The Witcher. Also bei Luke Witcher, ne? Schauen, ja. So. Oh. Faith without deeds is worthless. As the Emperor, I was toast. Doubt is for the weak. I'll be marking this incident down. For the throne. 15. But of course, Lord Captain. Das Gute ist, dass sie sich gegenseitig killen. Step by step, I lead. A genius. Shit. Where is he? Also nur noch ein paar übrig, die meisten wird die getötet haben. Oh nein. Ist der tot? Hat er mir geholfen? Ui, unerwartete Hilfe. Boah, guckt euch mal den Loot jetzt mal an. Wieso kann ich nicht looten, sag mal? Ich kann irgendwie nicht mehr looten, so eine Scheiße. Nicht voll? Nee, looten kann ich ja. Aber hier, seht ihr das? Ich kann die nicht mehr looten. So, gefolterter Techpriester, absolut geiler Name für einen Charakter. In den Schaltkreisen der Vorherbestimmung lauert ein Makel. Der Makel der Anbetung. Der Körper des Techpriesters zuckt, schmerzverzerrt. Klagende Binärgebete ertönen, knarzen aus seinem Fox. Das Signal wird immer undeutlicher, als würde etwas Verdrehtes, Falsches hineingemischt werden. Pascal studiert das Gesicht des Techpriesters genau. Sein Fox-System stöhnt. Ein tragisches Vibrato. Unbekanntes Subjekt. Das ist nicht der gesegnete Aramant. Fremder, ich erbitte euren Namen. Woher kennt ihr das Motto meines Mentors? So. Wer seid ihr? Diener des Omnischar?
den Techpriester untersuchen. Kennt ihr ihn, Pascal? Was habt ihr diese Ketzer, also wie habt ihr diese Ketzer getötet? Welche Technologie habt ihr eingesetzt? Versuchen, den auf der Maschine gekreuzigten Techpriester herunterzuholen. Was ist jetzt schlauer? Erstmal Fragen stellen oder den erstmal runterholen? Weil das Ding ist ja auch, so wie ich das mitbekommen habe, Zeit, was du als erstes tust und so weiter, hat Einfluss auf den Spielverlauf. Das heißt, wenn ich den jetzt da hängen lasse und mit ihm quatsche, kann sein, dass er während des Gesprächs stirbt. Aber wenn ich ihn runterhole, wird er wahrscheinlich überleben. Untersuchen wir den mal erstmal. So, gefolterter Techpriester. Sein gesamtes Fleisch ist übersät mit tiefen Brandwunden. Und die Haut um seine Augmentation herum ist verkohlt. Blasphemische Zauber wurden in sein heiliges Eisen geritzt. Sie ergeben unheilige Latein von Schadcode. Latenei von Schadcode. Das ist auch ein komisches Wort, oder? Litaneien von Schadcode. Das ist auch so ein komisches Wort. Das Lebenserhaltungssystem dieses Techpriesters müssen erstaunlich robust sein. Immerhin haben sie in seinem schwer verwundeten Körper den Funken des Lebens im Glimmus gehalten. Am Glimmen gehalten. So, kennt ihr Pascal? Ja. Wie hat diese Ketzer getötet? Gefolterter Techpriester. Existenz. Es ist dünn. Und zerschlissen. Echratos hat den Zyklus unterbrochen. Pascal, Echratos? Dieses Wort taucht nicht in meinem Katalog auf. Aber ich weiß von seiner Existenz. Vielleicht klang es in den Predigten des gesegneten Amarnath, oder wie der auch heißen soll, an. Ich muss seine Unterlagen konsultieren. Ja, dann holen wir den mal runter, den jungen Mann. Gefolterter Techpriester, sobald du das geschundene Fleisch des Techpriesters berührst, richtet er seinen Blick auf dich und sagt mit plötzlicher Klarheit, viele Funken sind erloschen, aber nicht alle. Die elektrischen Hirten sind am Leben. In der Dunkelheit. Ich habe ihre Gebete gehört. Findet sie. Rettet sie. Rezitiert die Hymne. Der Kong-Kontaktkreis. Restauration. Damit ihr seht, was verborgen liegt. Gefolterter Techpriester. Ein Schub der Antriebskraft durchfährt den Körper des Techpriesters und sein Gesicht verzieht sich zu einer spöttischen Grimasse. Verzerrte Binärcode strömen aus dem Vox. Fast unerträglich für die Ohren. Pascal, archivierte Informationen deuten darauf hin, dass die Hymne der Kontaktkreis-Restauration das Passwort zum Versteck des Elektropriesters ist. Pascal antwortet mit den mürrischen Rhythmen einer Eindämmerungsarie. Ich stelle mit großer Trauer fest, dass das Ritual der Kultisten teilweise erfolgreich war. Mein Techbruder wurde von der Korruption befleckt. Er befindet sich in der Umklammerung eines Abtrünnigen, einer unheiligen Imitation eines Maschinengeistes. Ich erbitte sofortige Aktivierung des Techsoritiums-Protokolls. Techsoritiums. Also das sind Wörter, die liest du nicht im Alltag, ne? Techsoritiums-Protokoll. Ikonastik,
Ich werde helfen, ihn zu retten. Dogmatiker, dem Techpriester den Frieden des Imperators gewähren. Das Verdorbene soll ausgelöscht werden. Heraticus, ich möchte ihn lieber lassen, wo er ist. Ja, was das auch für ein Ritual ist, an dem er da beteiligt ist. Es muss einen Zweck haben. Nee, wir töten den. Wir töten den. No chance, wir töten den Typen. Bam! Stirb! Ketzer! Oh, so platt! So verwundet er auch ist, der Körper des Techpriesters klammert sich noch immer ans Leben. Es sind mehrere Hiebe nötig, um seiner von der Korruption verdorbenen Existenz ein Ende zu bereiten. Doch selbst danach übertönt noch immer ein widerwärtiges Kichern des Rauschen seines Vocks. Pascal Michandrit berührt vorsichtig die Haut des Toten, packt mit seiner Klaue die neuralen Augmentationen und zieht sie mit großer Sorgfalt aus dem Sockel. Der Schädelknochen zerbricht mit einem trockenen Geräusch und Gehirnmasse entweicht des heiligen Metall. Entweiht das heilige Metall. Ruhet in Reinheit, Techbruder. Ich glaube, das sagen so diese Techno-Boys und Girls in den Dissen zueinander, ne? Techbruder und Techschwester, also Techbro, yeah! genau. Das Wissen, dass ihr durch eure Bemühungen erlangt habt, wird bewahrt und bringt das bereinigt werden, genau. Ich sage jetzt, das ist wirklich textlastig, deshalb auch immer die Brille, ne? Pascal, Lord Captain, der Omnischar, befiehlt einem frohen Verstand zur Offenlegung der Wahrheit zu sterben. Was? Der Omnischar befiehlt einem frommen Verstand zur Offenlegung der Wahrheit zu sterben. Ich werde daher nicht ruhen, ehe ich meinen Mentor gefunden und seine Verbindung zu diesem Diener des Maschinengottes verstanden habe. Ich erbitte das Privileg, mich eurem Gefolge als rechtmäßiger Gefährte anzuschließen. Ich kann euch für das Recht, euch zu folgen und meine eigene Nachforschung anzustellen, auch etwas anbieten. Ich kann auf eurem Schiff die Pflicht eines Maschinensehers übernehmen. Genau, den habe ich gebraucht. Weil die Maschinengeister halt herumschwinden. So. So, wo geht's? Oh, nehmen wir mal. Einfach alles hier mitnehmen, was ihr kriegt. Die ganzen Vorräte und so. So, wo geht's hier lang? Ich sage dir, die Story ist wirklich mega geil. Die Story ist wirklich geil. Das ist echt zu empfehlen. So, die haben auch alle hier Level-Ups. Für die Leute, die das Game ja noch nicht kennen. Ich zeige euch das mal gleich. A mere setback. Everyone applaud my brilliance. So. Curiosity. Bevor ich da reingehe hier. Das ist halt dieser Baum. Und jetzt guckt euch das mal an. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, das ist jetzt gefiltert. Ja, empfohlene Eigenschaften. Aber wir können ja auch alle nehmen. Und jetzt guckt euch das mal an. Ihr könnt eure Charaktere nach Belieben erstellen und kombinieren. Es ist Irrsinn. Es ist ein reiner Irrsinn. Guckt euch das mal an. Es geht immer weiter. Es ist ein reiner Irrsinn. Dann habt ihr noch den zweiten Pfad.
den ihr wählen könnt. Und so wie es ausschaut, wartet. Hier, ab Level 16 wird, ne, habt ihr hier noch ein paar Sachen. Und ab Level 36 habt ihr noch mal was. Es ist Wahnsinn. Ich habe ja schon vorhin das erwähnt gehabt, dass viele Leute, die Baldur's Gate 3 gespielt haben, die haben sich Son Goku gebaut. Mit den Fähigkeiten und so, die man da halt zur Verfügung hat. Ich glaube, das kann man hier aufmachen, so ein Kram. So. Genau. Sie braucht Kameradschaft. Umgebung. Schnelles Nachladen ist gut. Ballistische Fähigkeit, Beweglichkeit, Wahrnehmung, Stärke und Willenskraft. Wahrnehmung geht in. Das ist sein eigentlich. Ja, Stärke wäre Willenskraft. Ballistik habe ich ja eigentlich, kann ich hier nicht wählen, ne? Ne. Ja, nehme Stärke, weil sie auch noch das Schwert hat. Genau. So, anwenden. Jetzt kommt sie. Bei ihr genau dasselbe. Ne? Also wir nehmen bei ihr Logik. Auch nicht zurückgehen. Genau, Logik. Und Wahrnehmung. Sehr gut. Er bekommt hier dicke Haut und Stärke. So. Wutanfall und Zähigkeit. Das geben wir Pascal. Pascal bekommt Logik und ballistische Fähigkeiten. Weil er muss ja mit seinem Flammenwerfer halt schießen und werfen. So. Pandora bekommt Imperium und Waffenfertigkeit. So. Genau, in dem Raum, wo ich gerade war, da war jetzt der Computer, ne? Da musste ich, glaube ich, daran. Wo bist du? Hier. Would you look at that? Also das sind halt die Kogitoren, werden sie hier genannt. Der grüne Bildschirm des Kogitors leuchtet auf, als du dich näherst. Er zeigt eine blinkende Nachricht an. Pilger, nur die Worte des ersten galvanischen Hymne offenbaren euch die Gabe. Die Gaben der, die hinter dem Schleier des Wissens verborgen liegen. Nun singt mit mir. Singen wir diesen Lobgesang zu Ehren. Die Tastatur des Geräts leuchtet auf. Offenbar sollst du den Rest des Verses eingeben. Oh, okay. Pascal erinnert mich bitte kurz an diese Hymne. Antriebskraft durch die Venen aus Kupfer fließt. Das Omnischar, aus dem die heilige Entladung entspringt. Der gesegnete Kathode. Gesegneten Kathode, das zeitlose Elektron ruft. Des mächtigen Reaktors, der das Sakrament der Fusion ausführt. Das geschlossene Kreislauf, in dem Anfang und Ende des Pfads zu einem Knoten verbunden sind. Aus Pascals Vox erklingt ein lautes Ächzen, als würde er sich räuspern, das aber plötzlich abbricht. Nach einer kurzen Pause wendet er den Blick ab und sagt mit krächzender Stimme, ich kenne sie nicht,
nur hochrangige Diener. Weil Schreinen, das energetischen Wohlstandes dürfen die erste galvanische Hymne anstimmen. Was? Also, was ist das jetzt? Was machen wir? Was wählen wir aus? Also der Antriebskraft, wie geht die Hymne? Ablat schnaubt und unterdrückt mühsam ein unfreiwilliges Lächeln. Der Imperator helfe uns. Der erfahrene Magus wurde dabei ertappt, dass er ein Gebet nicht kennt. Und jetzt stammelt er wie ein Kadett beim Examen. Dass ich diesen Tag noch erleben darf. Alter, halt bloß deine Backen. Was denkt ihr, was soll ich denn jetzt wählen? Also, Pega, nur die Worte des Ersten, bla bla bla. Singen wir diesen Lobgesang zu Ehren. Singen wir diesen Lobgesang zu Ehren. Des mächtigen Reaktors, der das Sakrament der Fusion ausführt. Des Omnischar, aus dem die heiligen Entladung entspringt. Verzweifelt ruf nach euch. Also Vers 2 ruft nach euch. Pilger, lasst uns unsere Seelen erfüllen mit Dankbarkeit gegenüber. Also war es richtig. Habe ich richtig geraten. Also Vers 2 ruft nach euch, Pilger. Lasst uns unsere Seelen erfüllen mit Dankbarkeit gegenüber der glorreichen Widerstände, die in sich den Ritus der Transfiguration verbergen, gegenüber der wachsamen Sicherung, die uns vor dem Sakrileg des Gottschlusses bewahrt. Zwillings. Wo sind da die Zeichen und Wege? Leitet, nein. Das wird nicht hessen. Kreislauf. Lasst uns unsere Seelen erfüllen mit Dankbarkeit gegenüber der wachsamen Sicherung, die uns vor dem Sakrileg des Kurzschlusses bewahrt, gegenüber der glorreichen Widerstände. Nun beendet dieses Gebet, Pilger. Möge die Einheit der heiligen Ladung mit Energie versorgen, das Leben der Erinnerung an alte Zeiten, die leidenschaftlich bewahrt wird. Das Leben der makellosen Seele, über die der Strom hinwegfließt. Sterbliche Körper und seine Mechanismen. Der unsterbliche Vernunft, die den Funken erschaffen hat. Glauben, der das Licht bringt. Möge die Einheit der heiligen Ladung mit Energie versorgen, das Leben des gesegneten Licht, Glaubens, der das Licht bringt. Nur wer den Pfad unseres Zenobiums gelernt hat, ist dessen Glauben würdig, beschreitet den Pfad der Erleuchtung. Erleuchteten, saugt ihr uralte Weisheit auf und singt erneut mit mir. Nein, also ich habe alles falsch beantwortet, was ich falsch beantworten konnte. Ich habe keine Ahnung. Steht das hier irgendwo? Hat der Alte das mal gesagt gehabt?
Ja, also ich komme hier nicht in diesen Computer ran oder rein. Watching the lady handle sacred technology. All to the ordinary. I am an enigma. Ja. Keine Ahnung. In this tapestry of a world, I am the rogue thread. So, schauen wir mal. What the heck? Was ist das? Techpriester. What an amusing attempt at defiance. Aber als Gegner? Oh. Bitte nie. Oh, damn it. Die machen fucking Damage. So. Aber da mache ich kaum Schaden, ne? So. Ah. Das ist problematisch jetzt. Krass, ey. Wo bist du? Wo ist der Lappen? Da. Weil da muss man halt aufpassen. Der muss sich erst bewegen. Dann. Kann er sich bewegen. Mit dem machen sie keinen Schaden, das ist gut. I won't object to it. Naturally. He's gone. There's down. I won't object to it. Jawohl, der ist down. Der ist down. So, mal gucken, ob die drei auf einen Streich schaffen mit ihr. Ah, leider nicht. Leider nicht. Alter, dieser Lappen hat echt nicht getroffen. I'll put my psychic abilities to use, but of course. As the Emperor commands. Why? Why? Ey.
Glaubt ihr das? Den verfehlt ihr, aber trifft den eigenen Mann. Na, wenigstens hat er es rausgeholt. Doch, du hast nur Kollateral-Damage. So. Hier ist noch ein Computer. Gehen wir hier durch. One step at a time. Oh, Scheiße. Sicher ist sicher, muss man hier speichern. Also es kann sein, dass es halt richtig böse ausgeht. So, der Impuls 6. Ein kleiner, muskulöser Mann in den roten Farben der Priesterschaft des Marses stellt sich dir in den Weg. Die Falten auf seinen Wangen und seiner Stirn deuten darauf hin, dass er zu regelmäßigen wilden Wutausbrüchen neigt. Geil. Im Moment jedoch zeigt er keinerlei Anzeichen von Aggression. Leuchtend blaue Muster elektrischer Tattoos. Das wäre aber auch mal geil, oder? Halt so eine Tätowierung, ne? Was halt wie so ein Stromkreis drin hat, was leuchtet und so. Das wäre mal richtig fett. Weil leuchtende Tattoos gibt es ja schon, ne? Aber halt so. Also das wäre fett. So leuchtend blaue elektronische Tattoos. Kurz Elektos. Ja, Elektos. Da hätte ich auch drauf kommen können, ne? Elektos. Ne, Elektro-Tattoos heißen Elektos. Schimmern durch seine eigenartige bläuliche Haut. Ihr meint hier diese Streifen, seht ihr das? Die Augenhöhlen des Mannes sind dunkel und leer. Doch er dreht sein Gesicht ohne zu zögern direkt zu dir. Er hat eine scharfe, was, kreischende Stimme. Ganz ähnlich wie das Krächzen eines Vogels. Möge die Ladung der Gnade des Omnischars in die Hände der Gläubigen. Was? Die hat doch gesagt, er hat eine krächzende Stimme wie ein Vogel. In den Händen der Gläubigen Verstand haben. Pascal, möge die Antriebskraft in ihren Batterien Bestand haben. Ne, deine Mutter, Alter. So, das Zeichen des Adlers machen. Der Imperator schützt uns. Noch ein blinder Ketzer in den Kampf. Ich, Freihändlerin Pandora von Valencias, erkläre, dass dieses Kloster unter meinem Schutz steht. Ah. Ja, wir müssen kämpfen, weil die haben ausgebrannte Augen, also sind sie Ketzer. So, Impuls 6. Halt, Pilgerin! Ihr habt hier keine Feinde, denn die Verderbnis der Ketzerei hat unsere Bruderschaft nicht berührt. Und was ist mit euren Augen, ihr Bastarde? Das heilige elektrodynamische Zenobion empfängt euch, Pilgerin. Ich bin da, Impuls 6. Von Diener der Antriebskraft und der Kreator Elektros dieses heiligen Klosters. Warum verneigt sich Pascal? Hallo? Ich werde euch alle töten. Ihr habt alle ausgebrannte Augen. Pascal verneigt sich demütig vor dem Mann. Ein Triller binärer Signal ertönt aus seinem Vox, worauf der Kreator. Warum nennen sie ihn Kreator, nicht Predator? Mit einer feierlichen Geste des Segens reagiert. Pascal wendet sich zu dir und sagt,
Der Rang des Priesters Elektros. Elektros, ja, Elektros ist ein Zeichen eines sehr hohen Stands in der Bruderschaft der Elektropriester. Es ist eine große Ehre, dass uns eine Audienz gewährt wurde. Ablad, ihr habt die Ehre, die Freihändlerin des Hauses von Valencias aufzunehmen. Ich lege euch nahe, die Etikette zu wahren. Wenn ihr mit der bedeutenden Trägerin des heiligen Handelsbriefes zu tun habt. Voll die Zungenbrecher, diese, ne, was es hier alles gibt. Und so, Impuls 6 wieder. In diesen Mauern gelten weltliche Titel nicht vor der Antriebskraft. Euer Taten jedoch sprechen lauter als Titel. Denn euer Weg hierher ist voller Blutspritzer von Schändern. Ja. Der Impuls 6. Ihr wart es, nicht wahr? Zu dem Logis Abel kam, kam, um seinen Logis Abel ist der Sohn von dem Freihändler-Dynastie, also oder der Nachfolger oder Prinz, keine Ahnung, von der Freihändler-Dynastie Winterzünder. Genau, deshalb, der heißt Abel, um seinen Daten Trans deuten zu lassen. Ich habe einige Fragen über diese Kloster und seine Bewohner. Warum nennt ihr mich Pilger? Was ist hier geschehen und wie konntet ihr überleben? Ich glaube doch, dass es das, dieser Typ da hingegangen ist. So. Ja, Techbruder Abel ist hier eingetroffen, um seine Vision durch eine magische Meditation zu deuten. Unglücklicherweise konnten wir das Ritual wegen der Intrigen der Ketzer nicht abschließen. Der hochverehrte Logis hat seine Hilfe bei der Verteidigung des Klosters angeboten. Doch bald darauf ging der Kontakt zu ihm verloren. Ja, weil ich ihn, glaube ich, gekillt habe. Erzählt mir mehr über Logis Abel. Welche Art von Vision hatte er? Die Offenbarung des Omnishar wurde mit größter Sorgfalt verschlüsselt, das auf ihre gewaltige Bedeutung hinweist. Sie vollständig zu begreifen, übersteigt meine Fähigkeiten. Doch eine einzige Berührung reicht aus, um mir zu verdeutlichen, wie gewaltig das darin verborgene Geheimnis ist. Oder besser gesagt, der Geheimplan, wie Techbruder Abel es nannte. Sein Verstand hatte in der Welt um ihn herum Spuren eines großen Schweigens wahrgenommen, die er begreifen wollte. Ja, er ist tot. Eine traurige Nachricht. Techbruder Abel wurde von Omnishar auserwählt, große Mysterien zu verstehen. Möge der Antriebskraft seines Geistes im Quell der wundersamen Fusionsreaktors neue Gestalt verliehen werden. Ihr seht, es ist jeder Satz, jedes Wort ist ein Zungenbrecher. Ich habe einige Fragen über dieses Kloster und seine Bewohner. Warum nennt ihr mich Pilger? Was ist hier geschehen? Nimm den. Oh Gott, ja. Ja, als die Ketzer in den Schrein über dieses Zenobiums weggefallen sind, haben wir gekämpft. Doch die unheiligen Feinde haben die Krieger des Omnishars unter einer Masse ihrer Körper begraben und damit die Reinheitsfunken der Verteidiger gelöscht. Da habe ich meine überlebenden Brüdern befohlen, sich in die Geheimkammern des Klosters zurückzuziehen. Nachdem wir dort Zuflucht gesucht hatten, begann
ja, begannen wir, oder, ja, damit die blasphemischen Eindringlinge auf unauffällige Weise zu vernichten. Doch so feurig der Zorn meiner Brüder auch war, ich hatte nicht das Recht, ihnen zu gestatten, im ehrlichen Kampf zu sterben. Denn die Aufgabe, unser Kloster zurückzuerobern, lag noch immer vor uns. Henrix, ich muss die Fachkenntnisse loben, mit denen eure Geheimräume verborgen sind. Du erkennst einen Hauch von verletztem Stolz in Henrix Worten, als würde er sich ärgern, dass er den Unterschlupf der Elektropriester nicht gefunden hat. Auch eure gewählte Taktik war sehr klug. Wozu mehr Leben bei dem von den Kultisten angerichteten Massakeropfern? Also das soll er mal den Gott Imperator erzählen, der würde ihn sofort köpfen. Denn dort gibt es nur den Kampf. Die Anführerin der Ketzer hat sich in den Schrein gekämpft, in dem der wundersame Fusionsreaktor haust. Die versucht durch ihre unheilige Litaneien das Betriebsritual zu stören. Dadurch soll das Relikt korrumpiert werden und die Welt von Rikard Minoris soll im Feuer untergehen. Doch meine Brüder behindern ihre Bemühungen durch ihre magnetische Meditation. Ihre magnetische Meditation, genau. Sie singen im Einklang Gebete, mit denen sie um Zugang bitten und unterdrücken so die von der blasphemischen eingegebenen Befehle. Der Präator Elektros nickt in Richtung seiner Kameraden, die sich allesamt in Trance befinden. Pascal, diese heilige Stätte wird gegen frevelhafte Praktiken geschützt. Ich schwöre es. So, im Kloster wurde von Leuten angegriffen, Elektropriester aus. Mein Enforcer und die Gouverneure helfen, Kloster zu hören. Boah, das ist jetzt auch wieder hier, ne? So, was nehmen wir denn hier? Meine Enforcer und die Wachen des Gouverneurs können euch helfen, das Kloster zurückzuerobern. Es war richtig von euch, nein, den Kampf zu vermeiden, das war falsch. Ein wahrer Gläubiger hätte sich niemals versteckt, ja, und dem Feind gestattet, seinen Tempel zu übernehmen. Das Gesicht des Präators Elektros versteinert. Mein Körper droht zu bersten, ob der Wut der Antriebskraft. So steht es. Sie möchte auf die Ketzer losgelassen werden, die es gewagt haben, meinen Tempel zu entweihen. Doch das ist Stolz. Und Stolz ist mit meinem Rang und meiner Pflicht nicht vereinbar. Erzähl das dem Gott-Imperator, du Penner. Erzähl ihm das, dass du vor den Ketzern dich versteckt hast. So, ich habe einige Fragen. Warum nennt ihr mich Pilger? Ich möchte gerne halt den Reaktor. Ja, das soll jemand zum Gott-Imperator sagen, dass er sich da verzogen hat, der Penner. Was richtig cool ist, wer Spotify hat, da gibt es ja aktuell das Hörbuch, Dings ja Warhammer 40k, oh Gott, ich muss auch kurz mal schauen, weil ich höre das gerade nämlich, das ist richtig cool, so, muss mal gucken, was in meiner Playlist ist gerade. So, immer wenn man schnell haben will, kommt es nicht schnell. So. Genau, also Warhammer 40k, ne?
Horus Heresy, also die Ketzerei von Horus, ne? Und ey, es ist so geil, es ist so geil, es ist so brutal. Da gibt es so eine Stelle, da muss da eine kämpfen, der Arm bleibt irgendwo stecken oder so, ne? Und der nimmt sein Kettenschwert und sägt sich den Arm ab, ne? Dann fragt ihn sein Commander, ey Alter, wo ist denn dein Arm abgeblieben? Und er einfach so, ich muss ihn zurücklassen, er hat mich behindert. Voll geil, also diese Typen sind so krass drauf. Also Horus Heresy auf Spotify, könnt ihr euch da anhören, richtig geil. Und Horus Heresy, also Warhammer 40k, Horus Ketzerei, kommt bald als Game. Das wird richtig fett werden, das wird richtig fett werden, hoffe ich. Weil das wird richtig geil. So, wieder zurück zum Game. So, genau. Also der Schrein ist vor den Augen der Pilger verborgen. Doch angesichts der außergewöhnlichen Umstände eures Besuches in diesem Kloster gewähre ich euch dieses Recht. Die Halle, die zum Hochreliquar führt, wurde von Feinden verbarrikadiert. Aber ich werde einen geheimen Weg für euch öffnen. Betretet den Schrein und erlebt die Antriebskraft, Pilgerin. Wir beten zu den Sicherheitssystemen, dass sie davon absehen, euch für eure Eindringen zu bestrafen. Also, was lernen wir hier draus, liebe Leute? Solltet ihr demnächst irgendeinen Einbruch oder einen Banküberfall oder so planen, ja? Da braucht ihr 3-4 Techpriester, die dafür beten, dass die Sicherheitskamera euch nicht aufnehmen oder sich ausschalten. Mit Gebeten geht alles, da braucht ihr keine Techniker. Einfach beten, ne? Liebe Kamera, geh aus und dann ist vorbei. So. So erfordert Dogmatiker Jünger. Es ist an der Zeit, dass ihr eure Loyalität dem Omnischar gegenüber beweist. Kreator, im Namen des Gottes der Menschheit, stärkt meine Zahlen durch die Gläubigen, die darauf brennen, ihre Pflicht zu erfüllen. Sie sollen mir helfen, die Blasphemisten zu bestrafen. Oh ja. So, Impuls 6. Der Präator bleibt lange stumm. Schließlich stößt er ein tiefes Seufzen aus. Danke, Pilgerin, dass ihr mich an unsere Pflicht der Menschheit gegenüber erinnert habt. Ich schicke die Krieger, die das Zenobius aus euch. Genau, ich schicke die Krieger aus Zenobius aus, um euch zu helfen. Wenn seine Krieger das von mir wünschen. Ja. They will see. Oh yes, they all will see. Gehen wir mal hier rein. So, jetzt haben wir auch Verstärkung. Ich will wissen, wer diese Morgendämmerung ist. Also diese Aurora. Das wird interessant sein. Und vor allem, wie diese heilige Maschine ausschaut. Patience. My nerves are frayed. Oh mein Gott! Da ist kein Gesicht, der hat ein Gitter. Aurora. Ah, das ist Aurora. Das Gesicht der Frau vor dir ist hinter einer grotesken Gittermaske verborgen. Doch die Stimme, darunter hervordringt, gehört jemand anderem. Es ist der heisere, düstere Bass eines leeren Wolfs, eines Schiffs. Was? Eines Schiffsenterers. Okay. Wie vorhersehbar eure Pflicht ist, wie statisch. All die möglichen Tode habt ihr umgangen, nur um hier zu sterben. Im feurigen Sturm der letzten Dämmerung markieren wird. Was? Im folgenden Sturm, der die letzten Dämmerung markieren wird.
So, mal kurz kaufen. War nicht wichtig. So, Pascal. Pascals Vox grübelt heiser. Ein Zahnrad. Ich verstehe nicht, warum Apostaten mich dadurch beleidigen wollen. Dass sie mich mit dem heiligen Symbol unseres Glaubens vergleichen. Das ist irrational. Sein Visor blitzt auf wie ein roter Herold des Blutvergießens. Sein Visier, ne, blitzt auf wie ein roter Herold des Blutvergießens. Und sein bohrender Mechatondrit rotiert aggressiv in Vorbereitung auf den Schlag. Das heilige Zahnrad zermalt alle. Verderbnis zu Staub. Also das könnt ihr mir jetzt nicht ankreiden, ja? Das heilige Zahnrad zermalmt alle. Verderbnis zum Staub. Sollte es nicht alles Verderbnis heißen? Und aus dem Staub werde ich Ordnung erschaffen. Welch eine talentierte Feindin. Könnt ihr die Stimme des Gouverneurs imitieren? Pascal verkündet meine Ankunft. Tretet von dem heiligen Reaktor weg. Vielleicht gestatte ich euch, dann euch zu ergeben. Schweigt, Ketzerin. Eure verrückten Predigten werden meinen Verstand nicht berühren. Aurora, klammert ihr euch derart verzweifelt an eure Blindheit? Glaubt ihr, sie beschützt euch vor dem blendenden Glanz der Wahrheit? Die Stimme der Frau bricht und wechselt in eine höhere Tonlage. Es ist nun die Stimme einer Märtyrerin. Jung, leidenschaftlich und voller Schmerz. Die Zeit ist schon fast abgelaufen. Ich höre die Faust der Zukunft an die Tür der Gegenwart hämmern. Entscheidet schnell, was ihr sein möchtet, wenn sie hineinkommt. Eine blinde Sklavin des Vergangenen, eine treue Dienerin des Kommenden oder eine Leiche. Oh, du. Hendrix, ich werde mir etwas Zeit nehmen, um aus euch Einzelheiten der Zukunft herauszukitzeln. Die der Kult vorhersagt, was am Ende noch von euch übrig ist, ist hoffentlich noch in der Lage, ganze Sätze zu bilden. Agenta, ihr werdet eine lebende Fackel sein, die zu seinem Ehren brennt. Also zum Ehren des Imperators. In Agentas Stimme brennt purer Hass und sie zittert vor lauter Ungeduld, dieses Versprechen umzusetzen. Ja, dann tu es, töte sie. So, Angriff, ja. Aurora, die Stimme der Frau wird dünn und brüchig, wie die eines unschuldigen Kindes. Richtet sie im Namen des Randes des Tagesanbruchs hin. So, die Elektropriester reißen ihre Hände von den Bedienfeldern, schlitzen sich das Fleisch an den Pfählen auf, okay, mit denen die durchbohrt wurden. Als das Strahlen der Antriebskraft ihr von den abtrünnigen, kontrollierten Körper durchströmt. Krasse Scheiße, Alter, was ist das für ein Satz? Boah, vor allem die Mucke macht mich hier wahnsinnig. Warte mal kurz. So, weil ich habe hier die ganze Zeit die Mucke im Ohr. Als das Strahlen der Antriebskraft ihre von den abtrünnigen, kontrollierten Körper durchströmt, genau, können die armen Seelen nur entsetzt schreien und um einen baldigen Tod betteln. Aurora beginnt eine unheilige Litanei, also ich glaube, es ist so ein Gebet oder so ein Ritual,
in gebrochene Gotisch zu murmeln. Ja, aber ich habe ja die ganze Zeit die Mucke im Ohr und beim Lesen kann sie kaum konzentrieren. Willenskraftprobe erfolgreich. Du kannst ihre blasphemischen Worte nicht aus... Was? Du kannst ihre blasphemischen Worte nicht ausmachen. Okay? Doch der Name, den die Ketzerin ständig wiederholt, der Rand des Tagesanbruchs, dieser Name gehört sich in den Gehör wie... gräbt sich in dein Gehör wie eine Klinge, wehrlose Fleisch. Dieser Name gräbt sich in dein Gehör wie eine Klinge in wehrloses Fleisch, muss das heißen, ne? Oder? Dieser Name gräbt sich in dein Gehör wie eine Klinge wehrloses Fleisch. Da fehlt das in. Sein Klang ist fast körperlich schmerzhaft. Er weckt in deinem Verstand merkwürdige und unmögliche Phantome. Es klingelt dir jedoch, es gelingt dir jedoch, deine Kraft zu sammeln und es aus deinem Verstand zu verbannen. Klingelt. Annoyance. Surrender to the dark powers. Ach du Scheiße. Oh, da sind einfach zu viele. Also, ich habe ja auch nur die Priester hier, die mir helfen. Drei hier, drei hier. Anders geht's nicht. Kann ich den bewegen? Nee, kann ich nicht. So. Sie kann eigentlich hier bleiben. So, wer hat den ersten Zug? Pascal. Warte. Einer brennt. Request approved. Dann hat sie den zweiten. Bis wohin kommst du? Jawohl, sie kommt bis nach da hinten. Perfekt, habt ihr das gesehen? Sie ist super mächtig. Was sie da gekillt hat, das ist unglaublich. Will do. Jawohl, die haben da seinen Kollegen getroffen. Wo ist denn der? So. Let's see to it. Der pariert. I won't object to it. Focus, Van Kalox. Focus. Oh, a wicked thought. Ah, schade, nicht tot. Aga, Agenta. Rejoice in battle. So. Oh,
Faith without deeds is worthless. I've seen worse battles than this in my time. Er hat ja hier noch eine Schrotflinte. Oh, leider nicht viel gezogen. Ah. Das kann ich verkraften, das ist okay. Jawohl. Er hat seinen eigenen Mann abgeschossen. Null Damage. So. Das sind echt viele. Oh, die sind hier hinten, diese Bastarde. Wer ist denn jetzt dran? Kultist. Jetzt ist wieder Pascal dran. Jawohl, das hat gesessen. Das hat gesessen. So. Der hier. Ach scheiße, den habe ich übersehen. Den habe ich übersehen. Der ist tot. Your blood will flow. Ja, und dein Kopf wird Rollenfeuer. Ah, wieso pariert der schon wieder, sag mal? Das ist doch... I won't object to it. Fuck! Let's see. Weil die hier tun richtig weh, ey. Die sind richtig übel, die tun richtig weh. So. Oh Gott, wieso müssen jetzt alle auf einmal parieren? Sag mal. Alter. Oh, ich habe schon wieder vergessen, dass der Penner sich erstmal bis hierhin bewegen muss. Das finde ich so scheiße. Jawohl, der hat seinen eigenen Mann gekillt. Sehr gut. Ich liebe diesen Team Damage. Dass der hier kein Damage kassiert, das ist scheiße. So. Pascal. Jawohl, beide getroffen, einen gekillt, einer fast tot. Der hat gut kassiert gerade, aber ich leider auch. But of course,
Jawohl, der ist down. Guided by faith. None can escape the Emperor's judgment. Yes, down. Ja, sind die hier wieder dran? I won't go down. Okay. Ja, kein Damage, nur 3. Okay. Du bist du erst da. Die Frage ist eigentlich tatsächlich. So. Oh, sie sieht nicht gut aus. Jawohl! Boah, ich sage dir, die ist echt heftig. Habt ihr das gesehen? Aus der Entfernung 2 gekillt. Die ist wirklich heftig. Also, Edira ist echt übel. Diese Fähigkeit bei ihr ist echt krass. Let's see to it. For the throne's glory. What? Ja, boy. Predictable downfall. Sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf meinen Avatar. Nur einmal getroffen. So. Handy. Oh shit. Das war nicht gut. Hier ist ja auch noch eine Truppe. Krasse Scheiße. Wo bist du denn? Ach, du bist da hinten. Sehr gut. Das kommt mir sehr gelegen. Kann er bis hierhin schießen? Nee, kann er nicht. Aber Ejira? Noch am Leben. What is this foreboding?
Da komme ich hin. Ja, kann sie leider nicht. Lassen wir. Get me a target. Let's see to it. But of course, Lord Captain. Jawohl. Damage hat er gekriegt. Jawohl, geil. Ich habe nicht gedacht, dass sie trifft. Habe ich echt nicht gedacht. Da habe ich echt nicht mit gerechnet. So. Ablas ist wieder dran. Down. Wohin kannst du? It will be done. Okay. Da sind hier noch eine Horde. Pain and duty go hand in hand. So. Das ist geil. Oh, schon wieder ein Ticken zu kurz. Ich glaub's nicht. They who discern the future of the battlefield. Jawohl, 18 Damage. So. I won't object. Your reckoning is due. Der ist down. Wir versuchen jetzt hier rüber zu kommen. So. Die muss nachziehen. Oh, das Ding hier. Tried and tested tactics are the best ones. So, Schrotflinte. Victory is imminent. Jawohl! Mit der Schrotflinte. Der kann doch geil, oder? Jawohl, der Techpriester ist echt cool. Also der Elektropriester. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Der ist down. Wo bist du? I know what is to come. Du dürftest es eigentlich von hier auch schaffen, oder? Nee, sie sieht ihn nicht. Ist nicht in Sichtweite. Everyone, step aside. I'm done with this one. Was ist da passiert? Lol. So, Aurora. Das reicht. Nun spricht eine alte, röchelnde Stimme von hinter der blutbefleckten Maske zu dir. Ihr könnt nicht aufhalten, was kommt. Ihr seid machtlos. Ihr seht das Leuchten der letzten Dämmerung. Und das heißt, dass die Existenz ihre Wahl getroffen hat. Ein Dolch blitzt in Auroras Hand auf. Sie rammt ihn mit Wucht in das Bedienfeld. Nun werdet ihr es auch sehen. Aurora, ein
blendender Voltbogen, also Stromschlag, Voltbogen, schießt aus dem zerstörten Bedienfeld heraus und trifft Auroras gruselige Maske. Ihr Metall erhitzt sich. Rauch steigt durch das Gitter auf. Die Kultistin bricht jaulend zusammen. Das Licht ist fort. War sie das? Die letzte Dämmerung? Nein, das soll ein scheiß Kurzschluss, Alter. Aber warum? War sie so anders, als unsere Lehrer es versprochen hat? Weil er ein scheiß Aluhutträger ist? Aurora schüttelt blind den Kopf. Ihre Stimme, nun die einer ganz gewöhnlichen Frau mittleren Alters, verängstigt und gepeinigt. Dafür werdet ihr bezahlen. Das werdet ihr. Ihr. Der Körper der Frau wird plötzlich schlaff und sie sackt zusammen. Ihre eiserne Maske schlägt mit einem dumpfen Knall auf den Boden auf. Pascal untersucht die Leiche mit Abscheu und meint dann trocken: Bestätige Reinigung und Vernichtung. Henrix verzieht argwürdig das Gesicht. Die Ketzerin hat ihre Geheimnisse mitgenommen. Ein Jammer. Henrix nähert sich Auroras Körper und beugt sich über sie. Einen Augenblick bitte, Pandora. Ich brauche nur eine Minute. Wissen Xenos, das von Aurora bestätigte Bedienfeld inspizieren, Auroras Maske entfernen, den Integrator beobachten? Seid ihr bald fertig, Meister von Kellogg's? Ich hasse es, wenn man mich warten lässt. Ja, nehmen wir das hier, ne? Da kriegen wir EP. Wissen Xenos, Probe erfolgreich. Der Cogitor ist vermutlich nicht mehr zu reparieren. Doch deine Aufmerksamkeit wird von der heiligen Maschine weggezogen. Auf den Dolch, der aus dem Bedienfeld ragt. Bei näherer Betrachtung entpuppt er sich als verzierter Handschutz eines Schwerts, aus dem die Klinge entfernt wurde. Der Knauf ist mit einer merkwürdigen Dekoration verziert. Einem Auge, das von einem geschuppten Augenlid bedeckt ist. Geschuppt, okay. Der Überreste der Klinge, Der Klinge leuchtet blau. Es ist derselbe Farbton, den Kunrads Waffe während der Meuterei auf deinem Raumschiff ausgestrahlt hat. Genau, also zu Beginn war es nämlich so, das gab eine Meuterei auf meinem Raumschiff und der Verräter hat so Glassplitter oder so Schwertteile oder so halt verloren. Und diesem Spur bin ich bisher gefolgt und jetzt habe ich den Griff quasi gefunden. Das ist kein maschinengemachtes Objekt. Es wurde aus Phantomkristall gezüchtet. Einem Material, das die Alderei häufig verwenden. Als du dich über den Splitter beugst, hörst du plötzlich eine Vielzahl von Stimmen. Sie vermischen sich. Einzelne Worte sind verzerrt, als würden sie deine Versuche verspotten, ihre Bedeutung auszumachen. Das beharrliche Flüstern ist wie ein brennend roter Kratzer, den ein unheiliger Klaue in deinem Verstand hinterlassen hat. So. Heratikus, den Schwertsplitter heimlich an dich nehmen. Dogmatiker, Henrix, seht einmal hier drüben,
Sucht ihr vielleicht hier nach? Iknoklast, den Splitter in die Tiefen des Reaktors werfen. Das ist auch so eine Sache. Wir klauen mal das Ding, oder? Ich bin mal gespannt, was passiert. Als du die Abscheulichkeit berührst, wird das Flüstern in deinen Ohren lauter und blutrünstiger. Du steckst die Trophäe unauffällig ein, gerade noch rechtzeitig, bevor der Interrogator über deine Schulter auftaucht. Hendrix mustert dich prüfend. Dann sieht er auf das Bedienfeld des Cogitors. Ein beeindruckender Hieb, was auch immer sie verwendet hat, um in das Gehäuse einzudringen, wurde durch die Antriebskraft wohl eingeschmolzen. Freihändler, Freihändlerin, im Namen der heiligen Ordus danke ich euch für eure Kooperation und entlasse euch aus der Requirierung. Von diesem Augenblick an stehe ich euch zu Diensten. Ich bin bereit, an Bord eures Schiffes zu kommen und nach Furtwell zu reisen, sobald ihr es für möglich erachtet. Es sei denn natürlich, ihr habt in diesem System noch andere Dinge zu tun. In diesem Fall bin ich gerne bereit, euch bei ihrer schnellen Erledigung zu unterstützen. Auroras Maske entfernen, beenden, ich guck mal, was sie hat. Der Eisenhelm ist fast mit dem Fleisch der Ketzerin verbunden. Ihr Gesicht lässt sich in der Dunkelheit hinter den Gittern ihrer Maske unmöglich ausmachen. Nachdem du aber etwas länger als nötig hineingestarrt hast, fragst du dich, ob du nicht doch kurz einen Blick, eine kleine Bewegung gesehen hast. Okay? Pascal? Wird ausgeführt. Lasst die vom Omnischar geschenkte Antriebskraft fließen und alle Hindernisse in ihrem Weg werden ausgelöscht. So, jetzt aktiviert ihr das Computer-Ding. Priester. Ah, jetzt kann ich wieder looten. Ah. Na, erstmal einfach alles mitnehmen. There will be no peace in my wake. Da haben wir jetzt hier alles. In this tapestry of a world, I am the rogue threat. So, das war ja mal ganz. Boah, Alter, stellt euch mal vor, ich müsste jetzt gegen die alle kämpfen. Verbeugt euch, ihr niederen Wesen! Oh, da ist was. Da kann ich was klauen. So. One step at a time. Amidst the madness. Okay.
Also ich finde die Warhammer-Welt eigentlich genial. Das ist wirklich gut. Das macht auch richtig Spaß. What lies beyond? Boah, guckt euch das mal an. Das ist der restliche Loot, den wir noch nicht aufgesammelt haben. So, mal gucken, was wir dann später alles mit dem ganzen Kram hier machen. Also wie findet ihr es? Könnt ihr mal gerne mal in den Chat eintippen. Findet ihr das Game spannend? Findet ihr es auch so geil, wie ich das gerade finde? Würde mich interessieren. So. Wieder zurück auf meinem Schiff. Yes, they all will see. Rogue Trader, I was somewhat brusque at our first meeting, and I would like to make up for it by expressing my thanks for your assistance in the electrodynamic synobium. Your arrival could not have come at a better time. So, Hendrix, Freihändlerin. Der Interrogator verneigt sich kurz. Ich war bei unserem ersten Treffen ein wenig rüde und würde das gerne wieder gut machen. Indem ich euch meinen Dank ausspreche für eure Unterstützung im elektrodynamischen Zenobium. Ihr hättet zu keinem besseren Zeitpunkt eintreffen können. Unfortunately, my personal investigation has hit a dead end. I think I will have to call upon outside resources to continue the search. Leider bin ich mit meiner persönlichen Untersuchung in einer Sackgasse gelandet. Ich muss wohl auf externe Ressourcen zurückgreifen, um die Suche fortzusetzen. Du siehst, wie sich Henriks Miene während seiner letzten Worte verzieht. Henriks Fragment geben? Das ist die Fragmente, die ich gesammelt habe. Hier ist, glaube ich, noch eine Chance, um das Ganze gerade zu biegen, um mich von dieser korrumpierenden Macht zu befreien. Aber das tun wir nicht. My missions do not always end in success. Unfortunately. Meine Mission endet nicht immer erfolgreich, leider. Heinrichs durchbohrender Blick verweilt eine Weile auf dir, bis er von dir ablässt. There is one more thing. The Lord Inquisitor gave me this item some time ago. He must have thought it likely that I would find myself aboard this vessel sooner than he. I was instructed to deliver this device to Lady Theodora. However, given recent events, I believe I ought to present it to you. So. This is an elucidator, a sacred machine capable of translating the languages of remote and lost worlds into Low Gothic. It can even process Xenos languages to a certain degree. Oh. Not without infelicities, but possibly well. Sehr geil. Weil da waren ja hier in die Gotisch waren ja ein paar diese Schriftzüge und so, die wir vorhin ja hatten in dem Tempel. Das Ding kann es übersetzen. Heinrichs, eins noch. Der Großinquisitor gab mir vor einiger Zeit diesen Gegenstand. Er muss wohl damit gerechnet haben, dass ich eher als er an Bord dieses Schiffes gehen würde. Heinrichs holt ein kleines Gerät hervor, das ihn samt eingeschlagen ist. Also eingeschlagen ist halt gewickelt. Ne, mit dem Schlagen ist es ja, ihr kennt das von Mittelalterfilmen wahrscheinlich. Da haben sie solche Sachen und da wird dann halt so schön drüber gefaltet und nicht einfach so zusammengeknüllt. Ich wurde angewiesen, dieses Gerät dir die Theodora zu überbringen. Aber angesichts der jüngeren Ereignisse glaube ich, dass ich es euch geben sollte.
Es ist ein Elokat. Oh. Elucidator, eine heilige Maschine, die die Sprache entfernter und verlorener Welten in Niedergotisch übersetzen kann. Er kann in begrenzte Rahmen sogar Xenos-Sprachen bearbeiten. Also Xenos sind diese Alien-Spezies, die wie so, ich weiß nicht, kennt ihr Starship Troopers, die Bugs und so? So ähnlich sind die Xenos. Und so Xenos verarbeiten. Es kommt dabei zwar zu Ungereimtheiten, aber die Übersetzung ist ganz passabel. Vielen Dank, ich weiß die Großzügigkeit der Inquisition sehr zu schätzen. Ganz ehrlich, von Kelloggs ist das ein Ortungsgerät? Eine merkwürdige Wahl als erstes Zeichen eurer Liebe. May the Elucidator serve House von Valancius as faithfully as it has served the acolytes of the Holy Ordos up to now. Heinrichs, möge der Elucidator dem Haus von Valancius treu dienen, so wie er bisher den Akolyten der Heiligen Ordos gedient hat. Heinrichs Wahrnehmung Probe erfolgreich. Heinrichs wirft dir einen kurzen Blick zu und plötzlich wird dir klar, dass es fast so wirkt, als würde er ein persönliches Interesse an dir zeigen, bevor er seinen Blick respektvoll abwendet. Liebesstory. Apologies in advance if I unknowingly violate the protocol for conversing with someone of your elevated status. I think a slip in composure is to be expected when one is hosted personally in the Lord Captain's study. Heinrichs, ich entschuldige mich im Voraus, sollte ich das Protokoll für eine Unterhaltung mit jemandem eures hohen Status unwissentlich nicht eingehalten haben. Man sollte einem zugestehen, ganz kurz die Fassung zu verlieren, wenn man im Arbeitszimmer des Lord Captains persönlich empfangen wird. So, Heinrichs, der Verräter Kunrad trug diese Klinge bei sich, mit euch zu sprechen. Meister Kelloggs fühlt sich auch für mich nicht so einfach an. Was habt ihr jetzt vor? Was passiert eure Meinung nach mit dem Elektronen? Pflichten wahrnehmen. Heinrichs will gerade noch etwas sagen, als er von dem Klang eines Vox-Signals unterbrochen wird. Jemand versucht, dich zu kontaktieren. Thank you for your time. Please consider me at your complete disposal while I am aboard your vessel. Heinrichs, danke für eure Zeit, Pandora. Solange ich mich an Bord eures Schiffs befinde, stehe ich euch uneingeschränkt zur Verfügung. Boxmeisterin Vagidis, Glückwunsch zum Sieg, eure Ladyschaft. Das gesamte Schiff hat schon ungeduldig auf die Nachricht vom Erfolg eurer Expedition gewartet. Die Gerüchte, dass ihr das Kloster der Techpriester nicht nur gerettet, sondern auch die Quelle der Meuterei ausgeschaltet habt, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Vox-Übertragung in der ganzen Welt sprechen von nichts anderem. Oh, krass. Gouverneur Medina erwartet euch in seiner Befehlszentrale, um alles zu besprechen. Wir können unverzüglich aufbrechen. Ihr müsst nur den Befehl erteilen. 50 Erfahrung. Sehr geil. So. Ich glaube, 3 Stunden Stream, 3 Stunden Vorlesen reichen für einen Tag. Morgen, so, ich muss groß machen. So, vielen lieben Dank fürs Raid, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Stream wiederzusehen. Ich spiele sehr gerne viele Warhammer Games, aber ich spiele auch andere Sachen. Und ich spiele auch nicht nur hier so RPGs oder so, ich spiele auch gerne Shooter. Und ne, ich habe ja auch auf meiner Liste, ich habe auch viel Dingstick gestreamt gehabt.
Darktide, also Warhammer wurde Dings ja Darktide gestreamt. Richtig geiles Game. Wer das Game hat, kann ja mal Bescheid geben. Da können wir ein Team zusammenstellen und dann halt Darktide spielen. Oder auch dieses Spiel hier zusammen in Koop spielen. Auf jeden Fall, wie gesagt, und demnächst kommen ja auch noch die Ketzerei von Horus, ne? Horus Heresy. Das wird auch richtig geil werden. Da bin ich mal wirklich gespannt darauf, wie gut das Game wird. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr bei euch fürs Zuschauen und sage euch, dass wir uns dann morgen, wenn ihr mögt, wiedersehen. Dann streame ich ab dieser Stelle weiter, wo ich jetzt gerade bin und gespeichert habe. Oder ich speichere das noch gleich. Und so, schauen wir mal kurz hier. Mal kurz hier mal rein. Jawohl. So. Ja, ich sehe hier. Sehr nice. Sehr schön. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis morgen. Ja, lasst gerne ein Follow da. Dann wisst ihr Bescheid, wenn ich immer online bin. Und da könnt ihr auch gerne Games vorschlagen, was ich zocken soll, was ich spielen soll. Oder was wir gemeinsam im Team und Koop spielen sollen. Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Und in dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht, angenehmen Schlaf und bis morgen.